Android-Nutzer können sich über eine neue Starbucks-App freuen, die komfortableren Kaffeegenuss verspricht. Mit Starbucks Card Mobile können Kunden ihr Guthaben prüfen, aufladen, Starbucks-Läden finden und Punkte sammeln. Zum Bezahlen generiert die App Barcodes, die in 9000 Starbucks-Läden in den USA gescannt werden können. Nach erfolgter Bezahlung zeigt die App das verbleibende Guthaben an. Die bereits erhältlichen Apps für iPhone und BlackBerry wickelten in den ersten 9 Wochen nach Marktstart mehr als 3 Millionen Zahlungen ab. Zukunftspläne betreffen den Übertragungsstandard Near Field Communication, für den Smartphones aber passende Chips benötigen. Starbucks will durchaus mehr als nur gratis WLAN zum Kaffee anzubieten. Im Oktober 2010 startete das Unternehmen zusammen mit Yahoo das Starbucks Digital Network, das freien Zugriff zu sonst kostenpflichtigen Inhalten erlaubt. Nick Barber, IDG News Service.